Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch aus meinen Räumlichkeiten hier im Glücksgut in Straßwalchen, hier aus meinen Meditations- und Behandlungsräumlichkeiten. Ein herzliches Grüß Gott in euch allen. Es freut mich, euch mitteilen oder euch mitnehmen zu können auf die Reise durch das Kräuterbrechen, denn jetzt ist die perfekte Zeit dafür, die Kräuter, die ihr gesammelt habt, zu brechen, sie zu reiben, um dann abzufüllen für eure speziellen Räucherungen. Ich bin heute dabei, hier an diesem wunderschönen Tag, der sich auftut. Ich bin sehr dankbar darüber, dass es ein bisschen abgekühlt hat, dass ich weggehen kann von meinem Stress, am See zu liegen, am See zu sein, dort meine Meditationen ausführen zu müssen und heute wieder hier in meinen Räumlichkeiten sein zu können. Nein, Spaß beiseite, ich bin wirklich dankbar für diesen Tag, für diesen wunderbaren Tag, der sich auftut, damit ich mir die Zeit nehmen kann, mit meinen Kräutern zu sein und über meinen Kräutern zu meditieren und meine Kräuter vorzubereiten für die Mischungen, für die Räuchermischungen, die ich vorbereite für euch, um ihnen all die Kraft hineinfließen zu lassen, die sie benötigen, um dann ihre Kraft entfalten zu können. Bewacht werde ich hier von dem wunderschönen oder von dem wirklich ausdrucksstarken Zauberstab, den mein Mann mitgebracht hat von seinem Schamanen aus Peru. Und natürlich auch unterstützt werde ich von den Feldern und Bildern des kristallinen Körpers. Eigentlich möchte ich euch so eine Duftprobe mitschicken, aber leider ist das per Video nicht möglich. So kann ich euch nur den Duft beschreiben. Muscatella Salbei, eine stark würzige und dennoch süße Pflanze. Ein Heilkraut, das sich entfaltet, um Frauen Heilräume zu eröffnen und natürlich auch um Spiel und Spaß einzulassen. Getrocknetes Johanniskraut, leuchtend, strahlend, bringt die Schönheit, die Entfaltung und den Duft. Königskerze, Leuchtkraft, erinnert uns daran, dass wir Königin, König im eigenen Reich sind und öffnet unser Reich für dieses Bewusstsein. Beifuß, Beifuß, du gute Energie, Beifuß und schick weg all das Negative, all das, was mich belastet. Ja, eine wahre Freude. Da gibt es noch Mohnblüten, Mohnsamen, Rosenblüten. Ganz besonders danken möchte ich dem Universum der göttlichen Energie für den Mistelstrauch, für den Mistelballen, der mir direkt vor die Füße gefallen ist. Aufgrund des Sturms habe ich ihn bei meiner letzten Wanderung einfach ernten dürfen. Dafür bin ich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, denn ihr wisst ja alle, wie wichtig Misteln in unserem Haus oder auch in Räuchermischungen sind. Ja, so ein kurzer Auszug heute an diesem Tag vor dem Löwevollmond. Ich werde ihn nutzen, um kreativ tätig zu sein, um Räucherungen herzustellen, die ich euch präsentieren werde in meinem Shop auf meiner Homepage. So wünsche ich euch heute einen kreativen Vor-Löwe-Vollmond-Tag. Erinnert euch daran, dass ihr morgen eure Kristalle, eure Steine hinauslegt, um sie vom Vollmond aufladen zu lassen. Und genießt diese kreative Zeit. Habt Freude, habt Spaß, seid bereit, kreativ tätig zu sein, kreativ zu wirken. Danke euch, Namaste, Grüß Göttin und bis bald.